Für den Probebetrieb der Frankenbahn wurde vereinbart, dass sich das Land verpflichtet, den Regelbetrieb einzuführen, wenn der Streckenabschnitt im Probezeitraum täglich von mindestens 500 Personen genutzt wird. Der dreijährige Probebetrieb war zunächst bis Dezember diesen Jahres vorgesehen. Jetzt wird er um ein Jahr verlängert. Insgesamt im ÖPNV Land auf, Land ab sind natürlich auch durch die Corona-Pandemie die Fahrgastzahlen zurückgegangen und ergeben somit auch kein realistisches Bild gegenüber einer außerpandemischen Lage. Corona hat bei den Fahrgastzahlen Spuren hinterlassen und auch die Bahn hat mit Zugausfällen und Verspätungen zu kämpfen. Deshalb läuft noch bis zum 21. Oktober eine Unterschriftenaktion, um die Frankenbahn zu unterstützen. Sowohl die Bürgerinitiative als auch die beiden Landkreise, die anliegenden Städte und Gemeinden haben ja das Projekt gemeinsam vorangebracht. Und die Unterschriftenaktion soll jetzt einfach nochmal zeigen, dass es dieses Verkehrsprodukt, den Regionalbahntakt zwischen Osterburgen und Lauda gibt und dass der Regionalbahntakt verstetigt werden soll. Auch die bestehende Infrastruktur ist ein großes Thema. Das abschreckendste Beispiel ist wohl der Bahnhof in Königshofen. Nicht nur, dass er verwahrlost und alles andere als einladend ist. Wegen der Sperrung eines Bahnsteigs kann man hier nur in Richtung Lauda zusteigen. Wer in die andere Richtung fahren will, muss erst zu einem anderen Bahnhof kommen. Zum einen ist es so, dass die Landkreise und die Bürgerinitiative Frankenbahn für alle die Verstetigung des Regionalbahntakts fordern zwischen Osterburgen und Lauda. Aber auch die Infrastruktur entlang der Frankenbahn, insbesondere an den Bahnhöfen, hier besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf. Auch der Bahnhof in Boxberg-Wölchingen ist wenig einladend. Und das, obwohl hier täglich Dutzende Schüler und Pendler zu- oder aussteigen. Bürgermeisterin Heidrun Beck freut sich natürlich über den Stundentakt, wünscht sich aber eben auch weitere Investitionen. Es gehört noch mehr dazu. Wir würden uns natürlich auch von der Bahn wünschen, dass sie hier deutlich mehr in Infrastruktur investiert. Leider wird erstmal auf die Fahrgäste gewartet, bevor man investiert. Ich denke, andersrum wäre die bessere Lösung. Die Frankenbahn verbindet die Regionen Stuttgart-Heilbronn, Neckar-Odenwald und Main-Tauber sowie den Raum Würzburg unter anderem über die Bahnknoten Osterburgen und Lauda. Seit Dezember 2019 gibt es eben stündliche Züge in jede Richtung. Insgesamt ist es natürlich ein sehr umfassendes Infrastrukturprojekt und deswegen mussten auch die Linienbusverkehre, die Ruftaxiverkehre entsprechend angepasst werden und wurden ja auch zum Fahrplanwechsel im vergangenen Jahr auch nochmal ausgeweitet. Die Unterschriftenlisten liegen in den Rathäusern in Lauda Königshofen, Boxberg, Ahorn, Rosenberg und Osterburgen sowie bei den örtlichen Bäckereien, Metzgereien und Banken aus. Und man muss natürlich auch sagen, und das ist ganz wichtig, dass das Verkehrsangebot nur dauerhaft erhalten bleibt, wenn auch wirklich ausreichend Nutzerinnen und Nutzer dieses Angebot auch in Anspruch nehmen. Mittelfristig sollen weitere stillgelegte Stationen reaktiviert werden, um einen noch attraktiveren ÖPNV zu gewährleisten. Aber das ist wohl zum jetzigen Zeitpunkt noch ganz weit weg.